Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem vorgesandten Call of the Wild. Die frühen Morgenstunden werden langsam zu unserem besten Freund. Letzte beiden Folgen waren wir ja Matt mit Tiger in den frühen Morgenstunden. Heute Hirsch Felden. Und heute Hirsch Felden werden wir Wiesente jagen. Denn die haben in derselben Zeit wie die Moschustiere und die Braunbären in Matt mit Tiger von 3 bis 7 oder sowas oder 37, whatever, ihre Trinkzeit. Und das werden wir nutzen, um die an dem Fluss hier zu bejagen. Denn da trinken auf jeden Fall richtig viele. Gerade hier unten im Übergang sind super viele. Ich glaube, hier an der auch. Und hier werden wahrscheinlich auch welche sein, weil wir hier auf jeden Fall immer viele haben. Deshalb sind hier safe in dem ganzen Flusslauf hier. Viele, viele Wiesente. Und die werden wir uns suchen. Die Trinkgebiete werden da Wiesente erschießen und jagen. Die können wir natürlich nicht callen, deshalb habe ich zum einen den Bogen dabei, falls wir da rankommen. Ich sehe schon, der Wind wieder perfekt für den ersten Abschnitt hier. Gleichzeitig habe ich aber auch die 300 natürlich dabei, falls wir wirklich dann Wiesente haben, dass wir da auch, keine Ahnung, so aus der Herde dann da zwei, drei rausschießen können. Wenn wir jetzt da das Pech haben, dass die da nicht in Bogendistanz kommen, denn bei dem Wind gerade aktuell werden wir sicherlich nicht so nah rankommen. Pluslauf auch ein bisschen bewachsen, ein bisschen buschig. Werden wir sehen, dass wir da nicht immer die Wiesente direkt in Anblick bekommen und vielleicht auch schwer Überblick zu bekommen über die Herden, je nachdem wie groß sie sind, was da genau für Wiesente bei stehen. Aber finden werden wir sie auf jeden Fall, denn so klein, dass wir sie übersehen, sind sie nun auch wieder nicht, ne? Also die werden sich schon bemerkbar machen, deshalb würde ich sagen, legen wir los, wir gehen zum Fluss, gucken, was wir die ersten finden und dann vor allen Dingen auch erschießen können. Und die ersten sind im Anblick, die ersten beiden Wiesente, stehen da vorne am Wasser. Gucken mal, ob wir hier auf der anderen Seite noch welche haben. Ich hatte schon gerade ein Gebiet. Ich habe hier oben am Flusslauf angefangen. Bin einmal hier so bums. Am Flusslauf hatte ich da schon eins. Da hatte ich auch Wiesente, die gerade eben abgesprungen sind. Hatte halt das Problem, dass das hier, ihr seht, also wenn ihr zurückguckt, die Sichtweite hier ist meist relativ gering. Ja, das, was ich gerade schon gesagt habe. Jetzt bin ich hier in so einer kleinen Öffnung zum Glück. Da sehen wir zumindest zwei schon mal stehen. Gucken wir mal eben auf der anderen Seite hier, ob wir da was haben. Denn auch hier können wir ganz gut reingucken. Aber da sehen wir nichts, denke ich. Ne, wenn dann stehen die irgendwo super versteckt. Aber immerhin die beiden. Und da werden wir jetzt natürlich, die stimmen beide breit. Ob da noch andere bei sind, schwer zu sagen. Aber dafür haben wir jetzt die 300 dabei. Und dafür können wir jetzt hier schön reinschießen. Und gucken, dass wir die beiden treffen. Vielleicht noch die richtige Schussdistanz einstellen. Ich schieße jetzt mal den hinteren, weil der auf jeden Fall safe frei steht. Bei dem, aber der vordere auch. Ne? Okay, dann ist eigentlich egal. Dann machen wir es so und so. Ja, sind aggressiv, aber lass mal aggressiv sein. Wir gucken mal, ob wir irgendwo noch weitere Bewegungen sehen. Und auf der Seite, weil wir da auch mal, da oben ist auch so schön eigentlich offen, ne? Aber da sehen wir nichts. Okay, dann holen wir uns die beiden, denn die sollten wir auf jeden Fall Licht haben, würde ich sagen. Die sind tot, das heißt, wir können noch hier ein bisschen schneller laufen. Und dann gucken wir uns mal das Bedürfnisgebiet an, ob das wirklich nur zwei waren, die da getrunken haben. Wahrscheinlich waren es mehr, die hinten in den Büschen drin standen, die wir nicht gesehen haben. Aber das ist halt immer das Problem hier am Flusslauf. Denn buschig und wenig Sicht, keine gute Kombi. Gut, dass die Tiere so groß sind. Ne? Füchse würde ich hier nicht jagen wollen, das sage ich euch ehrlich. Denn die sieht man hier dann wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber da vorne sind wir schon die ersten Pferden und da müsste auch hier irgendwo die Pferde vom Bedürfnisgebiet sein. Ja, alles voll hier. Also ich sag mal so, nach den Pferden hier waren das mindestens 10. Wie viel haben wir hier? 14, ja, okay, siehst du. Und ja, das ist das halt. Ne? Du hast halt 14 Viecher und du siehst halt 2. Also, ja, das ist dann immer ein bisschen tricky. Heißt aber, die anderen müssen irgendwo in der Nähe sein noch. Die können nicht so ganz weit weg sein. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt mal das eine hier einsammeln, was wir erwischt haben. Ja, gerade vom Fuchs gesprochen und schon Coltern und den sehen wir sogar, ne? So, kann ich wenigstens spotten. Aber ich hau doch schon ab, ne? Ja. Aber ein Dreier, der ist eh klein und winzig. So, da unser erstes Wiesent heute hier. Einfacher Lungentreffer. Und hier der Anschluss von dem anderen. Da müssen wir gerade mal gucken, wo ist das denn hingelaufen? Hm, da vorne ist der Schweißfährte, ne? Ja, da hinten liegt. Perfekt. Und warte mal, da hinten sind die anderen. Da hinten sind... Ach, keine Muni mehr. Aber eins haben wir, glaube ich, noch getroffen, was da steht. War schon aggressiv. Die ziehen aber da rüber. Das ist natürlich perfekt.
Das war nochmal drauf, glaube ich, weil den haben wir echt nur schlecht getroffen gehabt. Aber das andere liegt auch. Ja, da haben wir natürlich Glück gehabt, dass sie jetzt da schön... Ah, ist schon umgefallen im Moment. Schön nochmal hier gecrossed haben, dass den Fluss, genau an diesem Übergang. Das ist natürlich dann hier an den Flüssen auch mal die Gelegenheit, noch ein paar mitzunehmen. Weil die hier schön die Wechsel haben auf die andere Seite. Und dann kann man sie da immer ganz gut noch wegschießen. So, hier haben wir also das nächste. Auch wieder ein weibliches. Hab auch da vorne kein gutes Bei gesehen gehabt. Gebiet natürlich jetzt hier weg, logischerweise, weil wir jetzt hier mehr geschossen haben. Mindestens vier. Wenn nicht sogar noch ein fünftes. Deshalb das Bedürfnisgebiet hier nicht mehr da. Aber soll mir ja auch erstmal egal sein. Da hinten sind nämlich schon wieder die nächsten Visentis. Oh, der ist schon auch so schön breit. Ja, da muss man ja drauf schießen. Da muss man ja drauf schießen. Wenn sie schon so schön breit stehen, da oben auch. Eieieiei, perfekt hier. Also Visentjagd am Fluss. Auf jeden Fall. Auch immer eine Option, ne? Viele jagen die, glaube ich, ein Tichchen auch. Tichchen auch natürlich auch immer ganz gut. Aber auch hier an diesem Fluss sind wirklich immer so viele Wisente überall. Allein, guck mal, ich habe jetzt hier gerade mal die erste Schreck gemacht. Da waren, glaube ich, 7. Hier sind 14. Und wir sind gerade mal hier in diesem ersten Abschnitt, ne? Also hier im ganzen Flusslauf geht das so weiter. Deshalb kann man da schon einiges auf jeden Fall an Wisenten jagen, wenn man es möchte. So, jetzt gucken wir erstmal hier. Also wir den hier einsammeln, dann gehen wir da oben hin, weil da haben wir auf jeden Fall einen auch gut getroffen, glaube ich. Warte mal. Ah, das ist ein Todes. Okay, perfekt. Das ist ein Todes. Dann nehmen wir das hier damit. Das haben wir mit Doppelunge sogar erwischt. Und das da oben schnappen wir uns auch. Gucken gleichzeitig mal, weil da vorne sehe ich schon wieder eins angetrabt kommen. Zwei sogar. Ein Dreier und ein. Das andere kann ich nicht spotten. Bleiben wir mal gerade hier ein bisschen verdeckter. Ah, da sind 3 Stück, glaube ich, ne? Mindestens, da kommt auch schon wieder eins. Auch schon nervös. Ein weibliches. Der Dreier wahrscheinlich das Beste. Ja, das sind 2 Dreier, also 2 männliche. Die wir da haben. Beide, glaube ich, nicht. Hier kommt noch eins von der Seite angelaufen. Eieiei, der hat aber nicht gut gewischt. Ich muss sagen, wir müssen aufpassen, dass die jetzt hier nicht aggressiv werden, aber das ist nicht genau der Fall. Dass er da aggressiv ist, aber er ist jetzt umgefallen. Und die traben natürlich dann immer so super langsam weg. Das ist auch immer sehr angenehm. Und dann kann man da mal einen draufkriegen, aber da haben wir den Winkel nicht gut gehabt. Habe ich gedacht, dass wir vielleicht in die Lunge reinkommen. Haben wir leider nicht geschafft. Ne, so nicht. Dann schießt man einfach nochmal ein bisschen drauf, bis er dann umfällt, damit er nicht ganz so weite Fluchtdistanz jetzt hat. Wenn wir schon scheiße angeschossen haben, nämlich so richtig scheiße. Oh, wir gucken mal den Hang da hoch, da sehen wir aber nichts. Aber hier müsste immer noch ein anderes sein, oder? Hier lag da noch irgendwo eins. Bin ich da schon vorbeigelaufen an dem jetzt? Weil das hier ist, das was gerade... Was ist das, männlich oder nicht? Ja, das ist das Dreier, das haben wir in Lungen getroffen. Aber da, hier müsste irgendwo noch ein anderes sein. Ah, da vorne ist es, oder? Da. Genau. Dann schnappen wir uns das nämlich noch. Und da vorne, was ist das da? Ah, das hat andere Tote, okay. Aber hier ist natürlich auch geil, wenn die halt hier in diesen Nadelwald reinziehen, weil hier haben die dann das Cover, was die unten am Fluss haben, eben nicht mehr. Oh, jetzt wollte ich schießen und dann... Hängen wir da irgendwo in so einem... Annahme-Screen. Weil wir da eine Wiese angenommen haben. Dann arbeiten wir uns hier langsam hoch empor und schießen auf dem Weg dahin noch ein paar Wisentis. Ja, haben auch gut getroffen, glaube ich. Und dann haben wir hier ordentlich Wisent geschossen. Also auch eine super Taktik hier. Hier ist das nächste. Zweimal getroffen. Haben wir zweimal verschiedene geschossen? Oder hat nur 2 Treffer? Was ist das denn hier für eins dann? Dann geht's schon wieder los. Das war das, wo wir mehrmals reingeschossen haben, ne? Das war das. Weiblich nehmen wir an, aber hier oben... Kann hier auch noch 2 sein, oder nicht?
Da ist auf jeden Fall, ja, Heli auch noch zwei, ne? Ja, perfekt, Alter. Also ich würde mal sagen, von den 14, die es gewesen sind, haben wir bestimmt 8 Stück geschossen, oder? Ich habe jetzt nicht mitgezählt. 2 am Anfang, 2 unten. Ja, bestimmt 8, Alter. Bestimmt 8. Hier nochmal 2, sind schon mal alleine 6 und zweites Mal dazwischen. Wenn nicht sogar 9. Also auf jeden Fall einen großen Anteil der Wiesent-Population aus der Herde haben wir erwischt. Und pinke Pferde sind auch. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter am Fluss hier. Und gucken mal, ob wir noch die nächste Herde finden können, die wir auch aufmischen können. Und da marschieren auch schon die nächsten. Aber direkt mit so einem Rothirschgebiet da anscheinend gemixt, weil da steht auch gute Rothirsche. Da ist ein 7er. Da kommen einige, wir sind auf jeden Fall runter. Das Problem ist, dass wir, glaube ich, schon fast Ende der Trinkzeit sind. Jetzt mit 7 Uhr, ich weiß gar nicht, 7:30 vielleicht. Wir checken das nochmal eben aus. Das bis 7. Das war, wie gesagt, ich weiß nicht genau, weil die ziehen jetzt ja auch schon wieder einfach rüber, ne? Ich weiß nicht, ob die da jetzt noch zum Trinken kommen. Ich glaube, sie sind schon am Ziehen. Deshalb macht es eigentlich am meisten Sinn, die schon da zu schießen, während wir die sehen. Wir müssen gleich erstmal die Zeit wieder zurückstellen. Denn die werden sich da, glaube ich, nicht mehr großartig reinstellen. Aber einen guten sehe ich da nicht drin. Wie gesagt, da ist noch ein schöner Rothirsch. Da oben ist auch noch irgendwo ein kleiner Männlicher gewesen. Aber wenn wir jetzt die Gelegenheit kriegen sollten, da irgendwo drauf zu schießen, vielleicht auf das da. Das war ein bisschen hoch, glaube ich, das andere. Das haben wir auch noch erwischt. Und dann heißt erstmal nachladen. Also ich glaube, 2, 3 haben wir auf jeden Fall erwischt. Wahrscheinlich vielleicht noch so ein paar mehr kriegen. Das ist natürlich Chaos pur da unten. Das haben wir. Das heißt mal hier die Wiesente von den Rothirschen unterscheiden. Das ist das Schwierigste an der ganzen Sache. Oh, warte, jetzt. Ah, ich kann keine Luft mehr anhalten. Keine Luft mehr zum Atmen. Und da, oh je, yeah, da wäre mir fast ein Rothirsch, glaube ich, reingesprungen. Aber den haben wir nicht gut getroffen, ne? Haben wir doch den Rothirsch getroffen? Bin mir nicht sicher. Dann müssen wir ein bisschen Überblick bewahren. Aber den haben wir auch irgendwie getroffen. Immer nicht gut. Den weit hinten, glaube ich. Dafür den nochmal ein zweites Mal im besten Fall. Aber jetzt auf jeden Fall. Eieiei. Richtiges Massaker da in dem Tal. Diesmal auf den nochmal drauf. Aber die gehen alle nicht runter. Ja, doch, der jetzt 75. Ja, also ich weiß nicht, wie viel wir da geschossen haben. Das ist natürlich jetzt gar keine Übersicht mehr. Die Map wird wahrscheinlich pink sein. Aber nicht so pink, wie ich dachte, um ehrlich zu sein. Eieiei, nicht, gar nicht so gut. Da liegt ein Todes auf jeden Fall versehen. Wir gehen mal gucken. Dann wischen wir noch irgendwann zwischendurch. Da hinten ein bisschen was bewegt, aber ich glaube, jetzt sind wir erstmal aus der Sicht raus und wir können jetzt erstmal gucken gehen, was wir da alles erwischt haben. Oh ja, jetzt ist es doch sehr pink geworden, ne? Jetzt ist es doch sehr pink geworden, das heißt, ein paar Wiesente auf jeden Fall den Kugeln zum Opfer gefallen. Gucken wir mal, dass wir die jetzt dann nur noch finden, denn das wird wahrscheinlich das größte Problem. Aber wenn die da so häufig im Kreis gelaufen sind, werden die alle, glaube ich, nicht so weit verteilt sein. Dann werden wir die hoffentlich schon finden. Der Rothirsch ist immer noch da. Und Wiesente auch, hören wir schon am Warnruf. Aber Licht haben wir so auf jeden Fall. Zumindest ein paar. Ah, guck mal, da kommt der Rothirsch schon wieder reingelaufen. So, 2 Stück sehe ich schon mal von hier aus alleine. Da ist ein drittes. Guck mal gerade hier die Fährten mir an. Natürlich auch gerne. Oh, da, warte mal, vor mir läuft ja eins. Also ein Lungenschuss hat auf jeden Fall, wenn nicht sogar mehr. War eh kein gutes. Heißt, wir haben es aber auch erwischt. Die kommen, glaube ich, hier den Hang nicht mehr hoch. Ne? Da sind die zwar runtergekommen, aber so richtig hoch kommen die da nicht. Deshalb problematisch. Aber hier in der Schlucht gefangen, wie damals die Jäger bei den Mammuts. Ey, wir sind nur 2 ineinander, ne? 2 sogar ineinander. So haben die Steinzeitmenschen damals die Mammuts gejagt. Einfach in eine Schlucht gelockt und dann mit den Steinen erschlagen. So mache ich jetzt auch mit den Wiesenten. Hier sehen wir schon, der Schuss, der zweite Schuss war gut. Doppellunge. Hier dann der einfache Lungenschuss bei dem Wiesent, gefolgt von dem hier, was haben wir da getroffen? Auch einfache Lunge, perfekt. Nehmen wir auch mit. Und dann gehen wir auf der Seite weiter, weil da liegen, müssten mindestens 2 liegen. Das eine, was wir da gerade angeschossen haben, also 2 sehe ich hier schon mal, 1 da auch noch, also 3 auch hier. So, hier nochmal.
Sonst weiß ich nicht, ob wir hier noch mehr... Ah, da oben liegt auch noch eins. Junge, aber das ist ein Hirsch da oben, oder? Hab ich einen Hirsch getroffen aus Versehen? Und die sind auch. Hier sehen wir auch nochmal weit hinten die Treffer, weil der im Laufen geschossen wurde. Da vorne auch ein Wiesen. Wir haben echt gefühlt alle hier getroffen. Auch den hier dreimal. Das war der, den wir gerade als letztes geschossen haben, glaube ich. Der vor mir weggerannt war. Hier noch eins. Und da oben, ja, das war ein Hirsch da, ne? Sieht so klein aus. Ich glaube, da haben wir aus Versehen doch den Hirsch erwischt, als er dazwischen gesprungen ist. Hier noch ein Magenschuss bei dem Wiesen. Und hier ist der Rothirsch, den wir erwischt haben. Aus Versehen mit der 300. Ja, gut. Ja, okay, durch den Luftzug, ne? Die 300, die ist natürlich auch sehr stark. Die hämmert da schon mal richtig rein. Da kann man natürlich den Luftzug schon mal umkippen, ne? Keine Wunder, kein Wunder. So, wir gucken mal, ob wir hier noch ein bisschen was zu verfolgen haben. Ah, guck mal, hier sind auch für Schweißpferde, ne? Hier auf jeden Fall. Sehr gering, aber auch nur 50%. Könnte sein, dass der sogar... Nein, verfolgt Beute. Der hat überlebt, ne? Der hat überlebt, das sehen wir schon. Auch ein Wiesent, wir sind hier in der Fährte. Kein Rothirsch, den wir da aus Versehen wieder getroffen haben. Ist ein Wiesent gewesen, aber nicht tödlich getroffen. Da unten sehe ich, glaube ich, soweit auch nichts. Das heißt, wir haben, glaube ich, alle eingesammelt. Waren ja wieder gefühlt, keine Ahnung, ich habe wieder nicht mitgezählt, aber 7, 8 waren es bestimmt, oder? Warte mal. Ich höre da was. Ah, das sind die Rothirsche. Okay, ich dachte, wir haben hier vielleicht auch noch die Wiesente, aber das sind die Hirsche, die hier ihr Unwesen noch treiben. Die Wiesente sind tatsächlich... Boah, der einfach stehen bleibt. Ne? Er wusste genau, der schießen wollte. Er wusste genau. Da wollte ich nämlich genau schießen. Aber dann ist er mir dazwischen gesprungen. Ja, also... Hier, nächste Ecke, nächste Wiesent. Jetzt müssen wir eigentlich hier zurück. Und tatsächlich die Zeit umstellen, denn hier werden wir jetzt keine Wiesente mehr am Fluss finden. Ja, Trinkzeit vorbei. Aber hier noch Rothirsche, ne? Ich guck mal, ob wir hier noch irgendwie so random Lacken-Wiesent finden. Vielleicht haben wir Glück, dass wir da noch eins sehen. Von den Flutschrecken, aber ich habe jetzt auch keins mehr hier. Die sind wahrscheinlich oben weiter rein in die. In den Nadelwald hier, ne? Nadelwald immer echt gute Spots auf die Wiese, muss man sagen. Immer Top-Spots. Wenn man Wiesente sucht, sind die Nadelwälder. Dann halten sie sich oft auf. Gerade auch hier in dem Bereich von hier unten am Fluss dann auch wieder ein paar am Start. Was haben wir hier für Fährten? Die sind ein bisschen größer, glaube ich. Das sind Wiesente, ne? Siehst du? Da sind sie doch schon wieder. Die kleinen Racker. Aber ich glaube, wie gesagt, dass die jetzt. Ich weiß nicht, ob das die sind, die wir unten am Fluss gesehen hatten, oder was? Ah, da unten rennt eins. Boah, aber ja. Schwer zu schießen, wenn man die Luft nicht mehr anhalten kann. Ah, ich glaube, getroffen haben wir es. Noch ein anderes am Start ebenfalls. Sehen wir auch da laufen da vorne. Da sind sie alle wieder vor mir her. Unten ist eins hinter der Tanne. Da jetzt reinzukommen. Oh, 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 oh. Hallo. Hallo. So nicht, mein Kleiner. So nicht. Ah, der hat schon. Ach, das war der, der wir angeschossen haben. Guck mal hier. Wo wir wahrscheinlich schon die Beute verfolgt haben. Also war das doch die von unten. Sehen wir da, dass genau die gewesen sind. Ich weiß nicht, ob die hier ihr Ruhrgebiet haben. Ja, aber da auch wenn es sogar gute Schüsse gab, der eine, ne? Obwohl wir da nicht Luft anhalten konnten. Ne, hier Rothirschgebiet. Der hat dreimal Lunge bekommen, oder was? Als ob. Also ich dreimal umgeschossen, obwohl ich gezittert habe, wie so ein Wahnsinnigen. Da kann ich ja fast nicht glauben. Das kann ich fast nicht glauben. Lungenflügel erster, zweiter Schuss Muskel. Warum er der einen guten Treffer gezeigt hat, weiß ich nicht. Und dann nochmal Lunge. Also zumindest zwei gute Schüsse hat er gehabt. Wenn schon, denn schon. Trotz keinem Luftanhalten. Das ist doch schon mal ganz gut. Ja, aber ihr habt es gesehen. Wiesent auf jeden Fall ganz nice. Und so könnte man jetzt hier weitergehen. Also wie gesagt, bis hier zu diesen Dings auf jeden Fall gut für Wiesen. Dann sind natürlich auch in dem See hier, der See aber auch sehr, sehr unübersichtlich. Nicht so geil zum Jagen. Aber der Fluss hier schon ganz nice. Wenn man sich ein bisschen an die bisschen lang pirscht vor allen Dingen und dann halt guckt, wo sie stehen, weil am Ufer selbst manchmal ein bisschen sehr bewachsen. Trotzdem, coole Location, wenn ihr Wiesen jagen wollt. Wir haben ein paar geschossen. Ich weiß nicht viele, 20 Stück oder so gefühlt. Und würde sagen, das war es gewesen vom Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben abonnieren nicht vergessen. Schreibt einen Kommentar, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.